Da laufen sie. Einer weniger. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Far Cry Primal in der Steinzeit. Mein Name ist der @vonetgaming.tv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier durchgeschlagen zu dieser Höhle hier, diese Blutklauenhöhle. Und die aktuelle Mission lautet, wir sollen aus der Höhle entkommen. Das heißt, es wird wieder mal sehr viel Action geben, liebe Leute. Und ich bin mal mehr als gespannt. Also es sieht schon bombastisch aus, auch schon mit den Eiszapfen an der Decke da vorne. Ist schon genial. Ich mach mal kurz den Jägerblick an. Nicht, dass uns hier irgendwas überrascht. Mal gucken. Guckt euch das mal an. Das sieht einfach nur geil aus. Und es tropft sogar. Hammer. Das ist ja der echte Knaller. Also die Höhle scheint auch sehr groß zu sein. Ich höre irgendwie, glaube ich, Bienen oder sowas. Guckt euch das mal an, ey. Wenn die Teile runterkommen, dann bist du sofort tot. Okay. Fledermäuse. Batman hätte sich hier wunderbar gefühlt. Okay. Lass mal schauen. Was haben wir denn da? Fleisch. Oh. Oh. Himmel, Arsch und Zwirn. Das tat aber jetzt nicht Not. Ganz ehrlich, das tat nicht Not. Oh. Meine Güte. Das war, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Komm, wir gehen nochmal kurz gucken, was wir hier eventuell noch finden. Na. Den Ton nehmen wir mit. Sieht schon geil aus. Guck mal, kleine Glühwürmchen oder sowas. Schick, schick. Wahnsinn. Oha. Okay. Irgendwie da vorne. Feind. Hat gesessen. Wo einer ist, sind auch mehrere. Wenn ich jetzt Licht anmache, sprich, was ist hier los? Muss hier rüber jumpen oder was? Oh, ich hasse solche Jump-Einlagen, ne? Ganz ehrlich. Ruhig bleiben, ganz cool bleiben. Was ist hier? Irgendwas ist da unten. Oha. Na komm, ich hab was für dich. Komm, versuch's gar nicht erst. Komm, komm, put, 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 put. Ah, da hinten bist du. Ich sehe dich trotzdem. Tut mir leid, dass ich dich töten muss. Aber du lässt mir ja leider keine Wahl. So. Okay, einmal durchsucht. Hartholz, okay. Gucken, wie es hier weitergeht. Hier sieht es mir aus, als ob man hier runtergehen könnte. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich mache hier mal Licht an. Weil ich will ja ein bisschen was sehen.
Jäger, blick mal aus. Nichts Besonderes. Da geht's weiter. Aber wo ein Udam ist, sind die anderen meist nicht weit. Deswegen gehe ich hier lieber ein bisschen auf Nummer sicher. Und gucke mal. So, lass mal schauen. Weiter geht's. So, hier hoch. Ist jetzt relativ ruhig und entspannt das Ganze. Jägerblick mal anmachen. Gucken, was hier so ist. Was ist das denn hier? Okay, das gefällt mir nicht. Hier liegt eine Leiche. Das ist nie ein gutes Zeichen. Wo ist das? Wo ist das Vieh? Oha. Okay. Vielleicht zwei von den Viechern. Meine Güte. Einmal häuten. Noch irgendwo einer. Ich bin froh, dass die Keule so schön schnell ist. Aber das brauche ich nicht. Das ist nur eine normale Pflanze. Aber hier ist wieder was. Okay. Haben wir noch irgendwo was? Da kommen wir so nicht hoch. Da ist noch was. So, wo geht's weiter? Okay, hier in der Höhle wächst Holz. In Ordnung. Cool. So, können wir das hier anmachen? Ja, das können wir anmachen. Sehr gut. So. Das ist ja nun wirklich mal... Ah, okay. Da oben hätten wir zumindest schon mal ein Greifhaken-Symbol. Okay, auf geht's nach oben. Bisschen ins Schwingen kommen. Sehr gut. Wo geht's hier lang? Eventuell noch irgendwo ein Secret? Nee. Sieht nach Sackgasse aus, in Ordnung. Komm aus der Höhle. Ja, ja, wir versuchen ja unser Bestes. Einfach nur atemberaubend, wie geil das hier drin aussieht. Geil gestaltet. Mal gucken. Da hinten bewegt sich was. Na komm schon. Komm. Ist was. Oh.
Meine Güte. Na komm. Hab was für dich. Nennt sich Feuer. Oh, Gottes Willen, ey. Ganz ehrlich. So. Was ist hier? Südahorn. Okay. Jetzt mal gucken, wo es hier weitergeht. Holz nehmen wir natürlich mit. Da geht's hoch, irgendwie. Ja, die Höhle ist der Hammer. Umgucken. Greifhaken. Jetzt aber. Na komm. Erstmal nach oben. Irgendwie. So, lass mal gucken. Okay. Checkpoint, okay. Checkpoints sind mir immer recht. Okay. Ja, das war klar. Na komm her, zeig dich. Komm schon. Komm, anzünden. Da sind sie. Komm her, komm. Okay, machen wir was anders. Machen wir was ganz schlau. Let it burn. Sollen sie mal versuchen. Ja, hier kommen wir nicht hoch, okay. Hahaha. Komm nur, komm nur. Da laufen sie. Einer weniger. Zwei weniger. Komm, hoch. Will er nicht, okay. Irgendwo mal einen Weg finden nach oben. Dann machen wir es einfach so. Unten drunter tauchen. In den Arsch geschossen. Mann, sind sie schnell. Leoparden halt, ne? Was haben wir denn da? Okay, da könnten wir noch mal ein bisschen... Wie Ratten. Nicht schön. Frag mich, wie ich hier... Da oben muss ich hin. Okay, da können wir hochklettern, das ist gut. Megablick aus wieder. Und hier habe ich wieder eine Jump-Einlage, wie es aussieht. Ich mag sowas ja nicht. War ja klar.
mitten ins brennende Etwas. So. Muss ich kurz überlegen, wie war das jetzt? Shit, wie war denn das jetzt? Okay, nehmen wir das nochmal mit. Ah, hier sind wir richtig. Kurz rückwärts. Geht doch. Okay. Mehrere Sprungpassagen. Gefällt mir gar nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Keule. Oh, noch mehr springen. Ich hasse es. Ich will nicht springen. Ich mag sowas überhaupt nicht. Das gefällt mir nicht. Okay, Greifhaken. In Ordnung. Okay, einmal oben. Da wäre noch ein Greifhaken. Und irgendwo ist da schon wieder so ein Pantherchen. Na komm hoch. Sehr gut. Alter Verwalter, ey. Keine Ahnung, wo es gerade lang geht. Ich tippe aber mal darauf, dass wir in die Richtung darüber jumpen sollen. Kurz mal herstellen, anzünden und mal für ein bisschen Licht hier sorgen. So, und jetzt mit Volldampf rüber. Hat sogar geklappt. Meine Güte, das ist hier wirklich ein... Irgendwo ist das Vieh, da ist es. Okay, so geht's auch. Alles klar, okay. Jump. Drei Kreuze, wenn wir aus dieser Höhle wieder raus sind, ganz ehrlich. Da kämpfe ich lieber gegen 20 Udams. Höhle ist riesig. Ist der Knaller. Noch mehr Leoparden. Jede Menge Leoparden. Okay, den haben wir. Okay, den haben wir auch. Hier brennt alles. Hier rüber. Der ist hier, ne? Na, wo ist er? Meine Güte. Ist das hier krass, ey. Oh, was ist denn das? Was ist denn das, ey? Können wir runter, ne? Den hole ich mir jetzt. Irgendwas piekt mich da von der Seite. Oh. Shitte. Shitte. Riesenanspannung gerade, ganz ehrlich. Okay, ich würde sagen, wir machen auch hier an dieser Stelle erstmal Pause. Und
Ja, im nächsten Part versuchen wir dann weiterhin aus dieser Höhle jetzt zu entkommen. Ich bin sehr gespannt, wie groß die Höhle denn im Endeffekt noch ist. Wie immer, denkt ans Däumchen, ans Feedback und ans Abo, damit ihr nichts mehr verpasst bei mir. Macht's erstmal gut, euer Ed von itgaming.tv. Bye bye!